Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Auf der einen Seite sagen Leute immer, Geld stinkt nicht. Auf der anderen Seite sagen Leute aber, verwesende Leichen, aus deren Einschusslöchern Blut austritt, stinken sehr wohl, weswegen ich jetzt ehrlich gesagt nicht wissen möchte, wie in Blut getränkte Dollarscheine nach einer gewissen Zeit riechen. Gut, vielleicht ist das ein Experiment, dem man sich hier in diesem Film namens Blood Money ansatzweise stellen kann, wobei in diesem Film ist in diesem Fall ja etwas untertrieben, denn Arrow Video hat in ihrer Blood Money Box sogar gleich 4 klassische Western von Regisseuren wie Giuliano Carmimeo vereint und dabei auf dem Frontcover übrigens auf eine großartige Zeichnung von keinem geringeren als Gil Ranks zurückgegriffen, der hier finde ich auch sehr schön auf der einen Seite dieses klassische Augenpartie Close-up dargestellt hat, wunderschön wie die Western-Charaktere da sind, aber am meisten mag ich ehrlich gesagt diesen Revolver, der eben schon das blutige Geld rausballert. Das ist eine richtig coole Interpretation, eigentlich auch von der Titelsequenz von Lord of War mit Nicolas Cage. Dabei finde ich allerdings auch sehr interessant, dass Arrow Video für diese Blood Money Box ein komplett neues Format quasi erschaffen hat. Sie haben zwar grundsätzlich wieder einen Schuber, sie haben auch hier grundsätzlich wieder einen dicken Schuber, sie haben diesmal allerdings eine komplette O-Card rund um diesen 4-Disc plus Booklet Schuber gemacht, etwas, das sie bislang noch nicht gemacht haben. Der Schuber ist an der Stelle dann auch ein bisschen dünner, und leicht beim Versand zu beschädigen, weswegen da Amazon dann halt noch eine kleine E-Mail von mir bekommen wird. Aber vielleicht schauen wir uns an der Stelle jetzt einmal dann die 4 Filme an, die in diesem Set insgesamt enthalten sind. Dazu entfernen wir mal vielleicht den Schuber und werfen einen Blick auf die äußere Hülle von dieser Box, die eben grundsätzlich dasselbe Artwork minus dem BBFC Altersfreigabesymbol aufweist wie der Schuber, beziehungsweise es ist so sinnlos. Entweder ihr gestaltet das Backcover oder ihr könnt euch die Arbeit an irgendeinem abnehmbaren J-Card, O-Card, whatever the fuck Card Teil sparen, wenn ihr eh nix draus macht. Aber wir werfen jetzt einmal dann da einen Blick auf das eigentliche Backcover von der O-Card. Da gibt's ein paar Informationen zu den enthaltenen Filmen. Es sind alle 4 Filme vom Original 35 Millimeter Kamera negativ in 2K neu abgetastet worden, was eben relativ interessant ist, weil es sich dabei weitestgehend, glaube ich, um relativ seltene Western handelt. Da macht es dann, da wird es dann auch sicherlich niemanden überraschen, dass es sich hier nicht gleich direkt um 4K UHD Releases handelt. Aber wir können ja jetzt einmal einen genauen Blick drauf werfen, was uns diese Filme denn tatsächlich bieten. Der Film $10,000 Blood Money ist von Regisseur Romolo Guerrieri. Ich sollte aufhören, italienische Namen auszusprechen. Der zu Deutsch 10.000 blutige Dollar heißt und mit Gianni Garco in der Hauptrolle aufwarten kann. Das ist ein Film, der kam damals auf DVD von Koch Media mit FSK-Freigabe ab 16 Jahren in die DVD-Regale. Es gibt mittlerweile sogar unter anderem von Leo 9 schon eine Blu-ray-Auflage, aber ob die jetzt auf demselben Master basiert wie die britische von Arrow Video, das kann ich an dieser Stelle nicht sagen. Dafür bekommen wir hier ein interessantes Cover-Artwork, wo nämlich witzigerweise diese beiden Charaktere auch auf dem deutschen Kinoplakatentief zu sehen waren. Nur die beiden im Hintergrund sind dort nicht zu sehen gewesen. Dort las man eben in fetten Lettern den deutschen Alternativtitel. Der war nicht eben einfach so wie bei vielen anderen original-italienischen Plakaten in so einem schwarzen Streifen unten zu lesen. Dazu könnt ihr natürlich an der Stelle, falls ihr euch wirklich interessiert, was Inhalt bzw. Bonus von diesem konkreten Titel ist, das Video an der Stelle anhalten. Da werden wir uns nicht so lang aufhalten. Dafür finde ich aber an der Stelle wieder absolut genial, wie hier diese Zeichnung von Gil Ranks ist, die ja übrigens interessanterweise die gleiche ist, die wir auch hier auf dem Frontcover bereits gesehen haben, die
da allerdings mit ein bisschen einer anderen Farbgebung ausgestattet wurde und hier noch ein bisschen mehr noch nach einer Skizze aussieht. Dazu gibt's dann hier noch das wundervolle alte italienische Originalplakatmotiv, mit dem italienischen Originaltitel, auch natürlich das Backcover, mit Ausnahme vom Titel dann schon auf Englisch. Aber auch das ist, wie ich finde, ein sehr schönes Motiv, das eben halt diesen typischen quadratischen italienischen Poster-Charakter hat. Wäre generell übrigens auch etwas, das ich mir gerne von einem Italo-Filmexperten mal erklären lassen könnte, wieso die Italiener Posterformate gewählt haben, diese Locandinas, die wesentlich länglicher waren als unsere Poster, nur um dann das eigentliche Bild wesentlich kleiner und quadratischer zu machen und damit mehr oder weniger auf mehr Fläche Poster weniger Fläche für Bild zu reservieren. Das ist irgendwie etwas, das habe ich bis jetzt noch nie ganz verstanden. Aber wir können jetzt dann einmal auf den nächsten Titel blicken. Da kommen wir dann zu dem Film Vengeance is Mine, oder zu Deutsch Django, der Bastard. Ist auch unter dem italienischen Titel For $100,000 for One Killing erschienen worden. Ist auch einer der weiteren Titel, der in der Django Italo Western Box von Koch veröffentlicht wurde. An der Seite eben von, witzigerweise, den $10,000 und auch dem Film Die Bibel ist kein Kartenspiel. Auch einer meiner persönlichen absoluten Lieblingstitel ever, obwohl ich ihn jetzt das erste Mal gelesen habe. Kam damals 1968 über Adria, geschnitten in die deutschen Kinos und dann auch von Mike Hunter bzw. All Video auch noch in geschnittenen Videofassungen auf den Markt. Aber eine deutsche Blu-ray gibt's von dem Film nicht. Hier haben wir auf der britischen Fassung dann übrigens den italienischen Originalton natürlich. Aber wir können mal einen Blick drauf werfen. Ja, es ist dankenswerterweise auch ein englischer Dub bei dem Film mit dabei, wie übrigens auch bei den $10,000. Das Cover Artwork ist in dem Fall wieder ein ganz offensichtliches Originalmotiv, das mir persönlich aber wirklich wahnsinnig gut gefällt. Dazu kommt dann auf der Disc natürlich auch wieder die Zeichnung von Jill Ranks zum Tragen, die wir dann hier auf dem Schuber ebenfalls vorne gesehen haben. Und eine, wie ich finde, absolute Überraschung, nämlich als alternatives Wendecover das deutsche Kinoplakatmotiv. Und ich weiß nicht wieso, ich finde das immer wieder ein klein wenig überraschend bis hin zu fast irritierend, wenn ich dann auf einer britischen Blu-ray von einem italienischen Film plötzlich ein deutsches Cover Artwork habe. Django, der Bastard, ist hier wundervoll erhalten auf diesem Plakatmotiv. Lediglich wurden hier die Gesichter ausgeschnitten und weiter nach oben geschoben, damit man eben die Länglichkeitseinbußen von diesem Blu-ray G2-Format wieder gut machen konnte. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Motiv, ein sehr, sehr interessanter Release, vor allem eben für Italo-Western-Fans. Wer weiß, vielleicht ist das ein Film, der irgendwann einmal von Play on Pictures in der Western Al-Arabiata-Reihe veröffentlicht wird. Aber fürs Erste ist die britische Blu-ray von Arrow Video quasi the place to be oder the place to die. In dem Fall, den sollte man sich nämlich finden, also in dem Fall, dass man Ringo heißt. Der Film heißt nämlich zu Deutsch Ringo, such dir einen Platz zum Sterben. Offensichtlich ein Film, der gedreht wurde, als die Stimmung innerhalb der Beatles nicht mehr wahnsinnig gut war. Das ist ein Western aus dem Jahr 1968, den es interessanterweise über Konstantin-Film damals in den deutschen Kinos gespielt hat und der bis hin zu den deutschen DVD-Auflagen von Labels wie Star Movie, übrigens mit genau demselben Cover-Artwork, das jetzt hier auch auf der britischen Arrow-Video vorliegt, immer noch in geschnittenen Fassungen veröffentlicht wurde. Interessanterweise ist die DVD in der UFDB als gekürzt eingetragen. Es heißt aber, die in den deutschen Fassungen vorher fehlenden Gewaltszenen sind enthalten und es ist die Vorlage der US-DVD und deswegen gibt es aber Filmrisse. Also warum manche DVDs wegen Filmrissen als gekürzt eingetragen sind, das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Ich gehe einfach einmal davon aus, ob jetzt der ein paar Szenen filmrissmäßig fehlen oder ne, ist mir da ziemlich wurscht, dass die Arrow-Video auf jeden Fall eine ordentliche Fassung mit an Bord hat. Sie hat auf jeden Fall das klassische Plakatmotiv von diesem Film hier in sehr schöner Druckqualität. Wir können dann einmal auf dem Backcover natürlich auch hier die Informationen und technischen Details zu diesem Release einsehen, inklusive der Information, dass es natürlich auch in diesem Fall auch einen englischen Dub für diesen Film gibt es. Ja, ich weiß, dafür werden mich sicher einige Leute hassen, aber ich
bevorzuge halt trotzdem alles, was ich ohne Untertitel verstehen kann. Dazu gibt es dann auch hier wieder das, das Artwork von Jill Ranks auf der Disc, das wir eben schon auf dem Schuber außen gesehen haben. Und witzigerweise nicht nur einmal, sondern gleich ein zweites Mal auch hier das alte deutsche Kinoplakatmotiv zu dem Film als alternatives Wendecover. Gut, man muss aber tatsächlich an der Stelle auch dazu sagen, dass das alte deutsche Kinoplakat ja ganz offensichtlich eben hier inspiriert wurde von dem alternativen Poster. Was finde ich aber durch die unterschiedliche Farbgebung, vor allem den Typen, der mit einer kleinen Botschaft, was steht da? He said no to Kato. Blöde Idee offensichtlich. Hinten der Typ im Baum hängt kopfüber, als wär Spider-Man irgendwie dort gewesen. Das finde ich absolut großartig. Vor allem witzig, dass auf dem deutschen Kinoplakat hier dieser Hinweis auf Englisch scheinbar geschrieben ist. Ich nehme an, Arrow Video wird das nicht übersetzt haben, nachdem sie den deutschen Titelschriftzug nämlich nicht nur auf dem Frontcover, sondern sogar auf dem Spine in seinem Original belassen haben. Wir können dann einmal auf den letzten Titel blicken, der in dieser Box enthalten ist. Das ist der Film Willkommen in der Hölle oder auch bekannt als Matalo oder auch bekannt als Kill Him. Das sind die zwei englischsprachigen Alternativtitel von diesem Film, der im Jahr 1970 von Cesare Carnevari gedreht wurde und der 1971 in den deutschen Kinos gelaufen ist und scheinbar über die Videoveröffentlichung von Zenit bis hin zur deutschen DVD immer in seiner ungeschnittenen Fassung vorgelegen ist. Allerdings gibt es zum aktuellen Zeitpunkt noch keine deutschsprachige Blu-ray von diesem Film, weswegen natürlich für Italo-Western-Fans diese britische Arrow-Video-Geschichte dann auch sicherlich eine interessante Sache ist, weil es ist zwar durchaus wahrscheinlich, dass wir den ein oder anderen Film irgendwann einmal bei uns auch sehen, aber wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig und wahrscheinlich auch nicht alle allzu bald. Dafür hier dann einmal eben im Close-Up noch ein Blick auf die Inhaltsangabe des Films, beziehungsweise hier auf die Special Edition Contents, auch bei dem Film natürlich eine englische Synchronfassung zusätzlich zum italienischen Originalton auch noch mit dabei. Und als Wendecover gibt's in diesem Fall ein wundervolles, muss man echt sagen, schön reißerisches, aber formatbedingt würde ich in dem Fall eher sagen, italienisches Originalmotiv, wobei nicht das DVD-Cover, sondern Postermotiv halt, aber das ist auch ein wirklich sehr schönes, actionorientiertes, eigentlich ziemlich fein reißerisches Postermotiv, das eben hier die das Wendecover von diesem Release hier gefällt mir persönlich sehr gut. Als Disc-Design übrigens hat man dieses Mal tatsächlich dann auch den letzten Teil vom Cover-Artwork von Jill Ranks genommen, nämlich eben die Augenpartie, die hier oben ist. Das ist ein durchaus kreativer Einsatz eben auf der einen Seite für diese hier gezeichneten Properties für diese kleinen Teile, die dann aber natürlich auch allesamt extra Verwendung finden. Dazu gibt's dann auf der einen Seite, hoppala, von Arrow Video noch ein Booklet, das schauen wir uns gleich an, aber es gibt auch bei diesem Release wieder ein schönes Poster mit dazu. Haben wir auf der einen Seite das Cover-Artwork der gesamten Box ist natürlich eine interessante Sache. Auf der einen Seite kann man sich natürlich recht leicht Filmplakate irgendwo aufhängen, aber ich weiß nicht, ob sich irgendjemand freiwillig ins Sammelzimmer ein Poster zu einer Box, wo dann noch vier Filmtitel draufstehen, aufhängen würde. Aber es ist wahrscheinlich eh nur als nettes kleines Gimmick gemeint mit diesem Artwork auf der einen Seite und dann hier mit diesem ebenfalls, wie ich finde, ziemlich beeindruckenden und schönen stilistisch ansprechenden Artwork auf der anderen Seite. Das ist nämlich auch das Motiv, das wir hier in einer etwas dunkleren und kontrastreicheren Form auch auf dem Frontcover vom Booklet sehen. Das Booklet auch Backcover haben, dürfte dem Grafiker von Arrow Video nicht ganz geläufig sein. Der hat generell das Gefühl, habe ich, dass die irgendwas gegen Backcover haben. Wir können jetzt dann einmal hier einen Blick durch das Booklet werfen, das in dem Fall hier mit circa 50 Seiten ausgestattet ist. Dabei natürlich eben wie von Arrow wieder gewohnt einige Hintergrundinformationen zu den jeweiligen Filmen, Cast and Crew Angaben immer mit dem Bildchen gegenübergestellt, aber dann natürlich auch in weiterer Folge das ein oder andere Essay mit
Informationen zu den Filmen, wobei die Arrow Video Book jetzt gerne ein bisschen analytischer ausgefallen sind und weiter umfangreicher sind als das klassische, die klassische Faktendröhnung, die mich persönlich meistens ein bisschen mehr interessiert, vor allem wenn ich was recherchieren möchte, aber ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Vor allem mag ich, dass das Booklet hier mit diesen vergilbten Seiten optisch auch sehr schön an das Äußere von der Box angepasst wurde und dass man hier eine, wie ich finde, schöne optische Einheit in dieser Box geboten bekommt, die eben sehr schön zu dem Quellmaterial, zu den eben hier enthaltenen Filmen passt und dass man, wie ich finde, hier insgesamt mit dem Release sehr zufrieden sein kann, den uns Arrow hier spendiert hat. Wir können ja da noch einmal ganz kurz schauen. Oh je, da sehe ich, dass zumindest ein Film bei Limmaschine Retrovata bearbeitet wurde, was natürlich qualitativ jetzt nicht, aber er war color graded in einem anderen Studio. Wobei die R3 Store Studios habe ich auch schon irgendwann einmal bei einer von diesen klassischen vergeigten Retrovata-Transferen gesehen. Wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass Arrow Video sich sowas veröffentlichen trauen würde, was eben Retrovata mit Grünstich abliefert. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber man muss echt sagen, das ist ein sehr schickes Boxset hier mit insgesamt 4 Italo-Western, die wirklich sehr schön verpackt und gestaltet wurden. Und ein Release, der zwar vom Format her mit diesem O-Card-Schuber auf einem dickeren Mehrdisk-Schuber etwas anderes ist, als Arrow bis jetzt gemacht hat. Naja, da sieht man die Schäden sehr schön. Aber etwas, das man dank eines intakten, korrekten Spines im Gegensatz zu anderen Releases trotzdem in seine Sammlung einpflegen kann und ein Release, wo ich mich schon wirklich, wirklich freue, wenn ich endlich bald einmal die Zeit haben sollte, mir die Filme drin anzuschauen.